Yo, servus, wie geht's euch denn so? Ich bin's, der Big Mesher. Willkommen zurück zu einem weiteren Lost in Translation Let's Play zu Tales of the Tempest für Nintendo DS. Und wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar, ich bin ja endlich mal, glaube ich, in einen Wald oder Dungeon angekommen. Also mal was anderes als großes Feld und Stadt, kleine Dörfer. Und wir machen genau da weiter. Ja, wie ihr sehen könnt, da ist der Eingang. Also Eingang an den Säulen angedeutet. Ich entschuldige mich wieder für das Rauschen im Hintergrund. Das liegt einfach an dem Ton von dem Emulator bzw. Spiel. Emulator gibt einen Ton wieder und da ist halt ein kleines bisschen Rauschen dabei. So, und hier gehen wir dann rein. Und mal sehen, was uns hier erwartet. Okay. Ich sag mal, Mischung aus Dungeon und Wald. Und wir müssen halt ans andere Ende kommen. Ja, irgendwie müssen wir hier durch. So, und hier sehe ich gleich einen Speicherpunkt. Okay. Dann speichern wir auch gleich mal hier. Ja. Mir ist aufgefallen, für die, die Tales Games erkennen, es sind immer noch keine Skits erschienen oder diese kleinen Momente, wo die Charaktere miteinander sprechen. Das ist jetzt irgendwie nicht aufgetaucht. Seltsamerweise. Anscheinend hat das Spiel das nicht. Okay. So, ich habe keine Ahnung, wo ich hinrenne. Ich habe auch keine Karte, das ist ein bisschen doof. Ich hoffe, dass alle Wege irgendwie zum Ausgang führen. Ansonsten, großartiges Backtracking. Nein. Konzentration. Es ist eine Weile her, dass ich es wieder gespielt habe. Oh, ich habe ja gar keine TP. Was zum Teufel? Okay, Konzentration. Hey! Na wunderbar, normalerweise gehen die eigentlich immer erst auf meine Magie oder sowas los. Ist es nicht normalerweise so? Komm, ich hab gar keine Tee. Ah, wunderbar. So, ich muss ein bisschen auf Rubias HP achten. Ich habe nichts, um sie wiederzubeleben. Insofern schmeißen wir gleich ein paar Items rein. Wunderbar. TP kann ich ja während des Kampfes quasi aufladen. Insofern, das sollte jetzt kein Problem sein. Und noch mehr Piraten oder Räuber, was auch immer das sind. Für mich sehen sie aus wie Piraten. Komm. Eieiei. Und was macht der eine da oben? Hat er überhaupt irgendwas gemacht? So viel zur strunzdummer KI. Der ist da oben einfach rumgerannt und hat meinen Magier nicht attackiert. Was nicht nach guter programmierter KI deutet. So, irgendwas ist passiert. Ich glaube, ich habe was gelernt. Wir gucken einfach mal. Entweder war es Rubia oder ich war es. Ah, ich habe total vergessen. Verdammt. Gucken wir einfach mal. Ja, ich glaube, Rubia hat was gelernt. So wie es aussieht. Ja, irgendeine neue Technik hat sie gelernt. Aber ich kann nicht genau sagen, was das ist. Wir tauschen jetzt einfach mal ein paar Techniken von ihr aus. Und zwar nehmen wir das hier und wechseln zu dem hier. Okay. Was Kaius angeht... Ja, ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Es sieht für mich aus wie eine Kombination aus, ich muss kurz gucken. Machinken? Nee, halt, das ist, ja, das ist, Machinken. Und das andere, keine Ahnung, was das andere ist. Auf jeden Fall, ich kann, wie heißt diese Technik nochmal? Sword Thrust, ich glaube, so heißt die, Tiger Blade und Machinken oder Demon Fang. Im Englischen. Und ich habe das Gefühl, ich bin im Kreis gelaufen. Nein, doch nicht, Gott sei Dank. Genau, ich habe ja noch andere Techniken drauf als Machinken. Ja, das war Tiger Blade gewesen. Gehe ich mal zwar stark davon aus. Sieht für mich jedenfalls wie nach Tiger Blade aus. Eieieiei. Komm. Oh, ich bin ja im roten Bereich mit Kaius.
Ich frage mich, ob ich die KI auch ein wenig einstellen kann, so dass sie, wenn sie doch irgendwelche Heilfähigkeiten hat, dass sie mich irgendwie heilt. Wäre cool. Aber wie ich sehe, hat Kaius was gelernt. Großartig. Das rüsten wir nämlich gleich mal aus. Er hat anscheinend doch nichts gelernt. Okay. Jetzt einfach mal so hingenommen. Aber ich sollte trotzdem mal gucken mit der KI. Man ist ja so, man kann die Charaktere oder die KI-gesteuerten Kumpanen ja quasi einstellen, wie sie sich verhalten sollen. Mal sehen, ob ich das hier kann. Sieht nicht so aus, okay. Wie gesagt, lost in translation, ich verstehe absolut kein Wort Japanisch von dem, was hier steht. Wenn ihr Japanisch versteht und die Texte lesen könnt, gut für euch, schlecht für mich, weil ich werde mich einfach so gut wie es geht durchklicken und Räuber. Und so viel zum Hinterhalt, so weit entfernt wie die standen. Das seht ihr da oben? Der eine Räuber da. Erst jetzt greift er meinen Magier an. Er hat erst gewartet, bis ich den anderen platt gemacht habe und dann hat er erst meinen Magier angegriffen. Also das ist nicht gerade die beste Strategie. So, Cutscene. Ich bin an irgendeiner Wegkreuzung angekommen. Und ich werde von jemandem angesprochen. Ach, von diesen komischen Priestern, ja. Oder Tempeldienern, Kirchdienern, wie auch immer die heißen. Kirchdiener Nummer 1 und das andere ist Kirchdiener Nummer 2. Und ich weiß nicht, ob die uns wiedererkennen, weil wir sind ja geflüchtet und eigentlich haben die uns ja nicht gesehen. Insofern wissen die ja gar nicht, wer wir eigentlich sind. Also, kleines Feedback für die, die die letzten Teile nicht gesehen haben. Unser Vater ist ein Lynkant, also ein Mensch, der sich in ein Tier verwandeln kann. Und diese werden von der Kirche gejagt. Also unser Vater war auch nicht unser leiblicher Vater, sondern unser Adoptivvater, Pflegevater. Und er hat sich als Köder quasi aufgeopfert, um uns die Flucht zu ermöglichen. Also die haben uns quasi gar nicht gesehen, als wir geflüchtet sind, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Oh, ich glaube doch. Das wird hässlich. Ja, das wird jetzt hässlich. Eieieiei. Und das sind alles Magier, wie ihr sehen könnt. Komm, mach dein... Oh, komm. Jetzt macht er nicht Tiger Blades. Aber halt, warte. Ach, so stelle ich die... Ah, was zum Teufel? Ah, komm, wie mach ich... Ah. Ach, so ist es... So ist ein scheiß Item sein, ich glaub's ja nicht. Okay, Konzentration. Du darfst ruhig ein scheiß Item einsetzen. Ei. Das war anscheinend nichts gewesen. Ja, man hat nie was von ihnen gehört. Ich halte gleich wieder rein. Ich muss sowieso einen Break machen. Das ist nicht gerade so gut gelaufen. Tut mir leid. So, Freunde der leichten Unterhaltung, ich bin wieder zurück und ich habe, ja, wie ihr sehen könnt, bin ich immer noch auf Level 9 und 8. Ja, ich habe jetzt nicht so viele Monster getroffen, entweder ist das gut oder schlecht, aber ich habe jedenfalls deren Werte erstmal wieder hochgepusht, also HP und TP. Und jetzt geht's wieder in die lustigen Kämpfe mit den scheiß Priestern. Ich hoffe, ich bleib bei denen nicht hängen. Das wäre ein bisschen scheiße. Ich habe jetzt auch endlich mal herausgefunden, wie die scheiß Steuerung richtig funktioniert. Also Itemauswahl etc. oder sowas. So, und hoffen wir mal, dass...
Oh, komm. Komm, hör auf, dich zu werden. Okay, hätte ich sie so attackiert, hätte ich quasi keine Probleme im Kampf gehabt, wie ihr sehen könnt. Der eine ist gar nicht in der Lage, überhaupt irgendwie seine magischen Techniken einzusetzen. Insofern, der Kampf ist gleich so gut wie gewonnen. Und ich habe das Gefühl, das Rauschen ist schlimmer geworden, aber das liegt, wie gesagt, an der Musik. Also, ich kann jetzt nicht großartig viel dran machen, ansonsten müsste ich die Musik komplett ausschalten. Und das wäre ja dann auch nicht das Wahre. Ja, beide haben aufgelevelt, wunderbar. Und das war's von den lustigen Priestertypen. So, noch mehr Handlungsstränge, von denen ich nicht weiß, was sie da sagen. Wenn ich euch die Texte zu schnell wegklicke, also wenn ihr Japanisch versteht und die Texte lesen könnt, dann müsst ihr mir das sagen, weil ansonsten, wenn ich die, so schnell wie es geht, wegklicken, um in der Handlung voranzukommen. Also sagt mir einfach Bescheid, dann klicke ich sie das nächste Mal langsamer weg. Und weiter geht's. Ich hoffe, wir sind jetzt irgendwie am Ende des Waldes angekommen. Das war für einen Dungeon recht kurz gewesen. Okay, irgendwelche Ruinen. Und dann machen wir eine Pause. Okay. So, Kaius geht irgendwo gucken. Oder was macht er jetzt gerade? Wenn ihr jetzt irgendetwas komisches klicken hört im Hintergrund, das ist das Lagerfeuer. Das ist mir auch eben erst jetzt aufgefallen. Und wundert euch nicht, warum das untere Bild so flackert. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wie schon erwähnt, der Emulator hat kleinere Probleme mit der 3D-Grafik unten im Touchscreen. Wow, 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 wow. Cool bleiben, cool bleiben. Großartig, ich habe gerade gegen zwei Priester gekämpft, jetzt muss ich gegen einen Zombie kämpfen. Nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Oh, das ist doch so bekloppt. Komm! Eieiei, okay. So, gucken wir mal, ob wir das diesmal hinbekommen. Komm, ja. Endlich. Meine Güte, war das nervtötend. Ich weiß, Ruby hat noch die andere Technik gelernt, aber... Oh, ihr wollt mich doch wohl verarschen. Oh, kommt. Rennt, ihr Dummer. Oh, halt, halt, halt. Was ist jetzt? Wasser! Wer ist das nochmal? Das sind unsere zwei weiteren Partymitglieder. Oh Gott, ich habe meine Liste nicht hier. Ja, vielleicht muss ich ja nochmal einen Break machen. Ja, am besten mache ich jetzt nochmal einen kurzen Break. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe mir jetzt nochmal die Namen aufgeschrieben. Also, der ganz vorne steht, der mit uns gerade spricht, das ist Tilkis Baron. Das ist irgendein Prinz von einem fernen Land. Und der links neben ihm ist sein Bodyguard Forrest Ledoyen. Ich hoffe, ich habe die beiden Namen richtig ausgesprochen. Und wie es aussieht, stürzen sie sich mit uns in den Kampf, hoffe ich. Ja, Kaius, unser Hauptcharakter, ist ein bisschen erstmal misstrauisch, wie gesagt. Gerade erst vom Priestern gejagt und dann von Skeletten angegriffen und dann zwei Unbekannte. Kein großartiger Tag für ihn, würde ich jetzt sagen. Also uns, kleine Info vorneweg. Wir haben eigentlich jetzt schon fast unsere gesamte Cast an Hauptcharakteren zusammen. Es fehlt nur noch ein Charakter.
Und zu dem werde ich dann kommen, wenn wir dann irgendwann mal in der Stadt sind, weil ich habe das Gefühl, wir werden unseren letzten Charakter dann in der Hauptstadt treffen, da wo Kaios eigentlich hin will. Und Rubia, ja, steht irgendwie abseits. Oder macht gar nichts. Auch gut. Oh, cool bleiben. Wie ich sehe, sind alle auf Level 10. Ist doch wunderbar. So, einer ist runter. Ah, komm. Was quatscht der da oben? Also, Tilkis da oben. Hat er irgendwas vor sich? Quatscht wahrscheinlich die... Irgendwie die Techniken von, seinen Attacken. Also, wie ihr auch gesehen habt, es kämpfen immer nur drei, also, zwei Charaktere. Wir sind insgesamt fünf in der Gruppe. Also zwei werden immer dann abseits stehen. Ich gehe mal dann stark davon aus, wenn es dann zum Hinterhalt kommt, habt ihr ja auch gesehen, dann werden wahrscheinlich die zwei Charaktere, die hinten stehen, dann mit uns kämpfen. So, gequatsche. Ich kann nur so viel sagen, so wie ich es gelesen habe. Tilkis, der jetzt gerade quatscht, ist auf dem Weg in die Hauptstadt, weil er Hilfe benötigt für sein Land. Und Forrest, wie gesagt, ist halt sein Bodyguard und begleitet ihn halt dorthin. Interessanterweise, das wurde jetzt noch nicht angesprochen, und zwar Forrest ist auch ein Lykant. In was er sich verwandeln kann, keine Ahnung. Und die beiden, wie ihr gerade gesehen habt, haben sich vorgestellt. Und ja. Mal sehen, was jetzt noch so großartig passiert. Ah, ich gehe mal davon aus, Forrest hat die beiden gerade gefragt, was die hier alleine im Wald machen zu zweit. Was? Ah ja, jetzt wo ich die beiden Charaktere sehe, also Tilkis und Forrest, wenn ihr die Tales of the World Radiant Mythology Games kennt, beziehungsweise Teil 1 bis 3, Teil 1 ist nur bei uns erschienen, 2 und 3 niemals außerhalb Japans, und zwar wird euch dann mal sicher aufgefallen sein, falls ihr die Spiele jemals gespielt haben solltet, dass immer nur Rubia und Kaios aus Tales of the Tempest immer einen Auftritt haben, aber niemals die beiden. Oder der fünfte Charakter, der noch dazu kommt. Wie gesagt, Tales of the Tempest ist einfach nur ein Begleittitel der eigentlichen Hauptserie. War ursprünglich ja mal ein Hauptspiel von der Hauptserie gewesen, aber wegen der schlechten Kritik wurde es quasi als Nebentitel dann genommen. Insofern, ich gehe einfach nur davon aus, Rubia und Kaios sind einfach nur dabei, einfach aus der Liebe zu den Fans. In Anführungsstrichen, sage ich jetzt einfach mal so. Keine Ahnung, ich kann ja nicht großartig mitreden. Wie gesagt, die Tales-Serie ist hier bei uns in Deutschland oder im Westen nicht so groß. Also die Spiele, die hier wirklich nur mal von der Tales-Serie bei uns erschienen sind, das waren jetzt wirklich nur, glaube ich, Tales of Phantasia, Tales of Eternia, Tales of Symphonia und Symphonia 2 und Tales of Hesperia. Tales of Grace ist erst kürzlich, glaube ich, in Amerika erschienen, aber ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland auch erscheinen wird. Also ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch in letzter Zeit nicht dazu gekommen, irgendwie mal groß in der Stadt einkaufen zu gehen. Und die beiden verabschieden sich. Und wir rennen denen natürlich hinterher. Ah, okay, und die haben sich uns angeschlossen. Ja, Rubia ist jetzt im Hintergrund. Ich bin verwirrt, wo muss ich jetzt lang? Halt, da kam ich doch her. Ah, das ist manchmal ein bisschen irreführend mit der Kamera.
Also, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Eine Karte wäre doch gar nicht mal so schlecht oder einfach nur freier Blick. Ja, freie Kamerawahl. Nein, Rubia, nicht anfassen. Ich habe ein mieses Gefühl. Nicht anfassen, nicht anfassen. Ah, okay. Einfach ein Item. Ich dachte jetzt, da geht irgendeine Falltür oder sowas auf und die fallen da in irgendein Loch hinein. Wow, 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 wo rennst du hin? Wo rennst du hin? Wo rennst du hin? Ja, die beiden haben anscheinend auch keine Ahnung, was los ist. Was? Was ist mit DS? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich laufe jetzt in die andere Richtung. Ich möchte mal einen Speicherpunkt finden. Ich muss da langsam mal abspeichern. Ah, okay, also... So viel zum Hinterhalt. Also, wenn wir doch in den Hinterhalt geraten, werden unsere zwei Charaktere, die nicht sich am Kampf beteiligen, irgendwie Schaden zugefügt. Also insofern... Ja... Wenn ihr irgendeine... Kombination an Charakteren habt, mit der ihr wunderbar zurechtkommt, werdet ihr dann wahrscheinlich zwei Charaktere niemals im Leben dann einsetzen. Und die werden dann wahrscheinlich auch niemals im Leben zum Einsatz kommen, es sei denn, es ist jetzt irgendwie handlungswichtig, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Weil ich glaube, in Tales of Hesperia war es ja so gewesen, ist man in einen Hinterhalt geraten, haben dann die Charaktere gekämpft, die nicht in der Hauptlinie drin waren, also Hauptgruppe. Ich könnte mal wirklich einen Speicherpunkt finden. Ich weiß nicht, wo ein Speicherpunkt ist. Ja, wo rennt ein Skelett da oben hin? Ach, komm. Ich weiß nicht, die Stimme von Tilkes klingt ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, ob es an irgendeinem Dialekt liegt oder sowas, als japanischer Dialekt. Aber seine Stimme klingt irgendwie ein bisschen komisch. So irgendwie demotiviert oder desinteressiert, das Ganze. So, ich muss bald wieder einen Break machen. Ja, ich kann hier den Teil noch nicht einfach so schnell beenden, solange ich nicht mal einen Speicherpunkt gefunden habe. Ich habe jetzt das doofe Gefühl, ich bin im Kreis gelaufen. Ei. Komm, gib mir endlich mal einen Speicherpunkt. Eigentlich könnte ich ja per Emulator abspeichern, aber als ich das letzte Mal versucht habe, ist ja irgendwas mit dem Speichern, also den Daten, schiefgelaufen. Insofern warte ich lieber, bis ich wirklich an einen richtigen Speicherpunkt vom Spiel ankomme. Uiuiuiuiuiui. Okay, warum trennt Tilkes da unten herum? Hallo, warum kämpfe ich jetzt plötzlich alleine gegen die... Viecher, ja, da hinten ist noch eine Fledermaus. Aber mir geht's jetzt schon wieder nicht gerade gut. Wunderbar. Nein, mir geht's wirklich nicht gut. Ich war paralysiert gewesen. Und ich muss langsam am Break machen. Ah, okay. Also, liebe Leute, ich bin gleich wieder da. Ich mache jetzt einen kurzen Break. Wunderbar, pünktlich zur Fanfare. Yo, da bin ich wieder. Und wir machen weiter. Speicherpunkt, Speicherpunkt. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ach, gib mir doch einfach eine Karte. Da bin ich glücklich und so. Zufrieden. Wisst ihr, ich mag die Musik von den Hinterhalten überhaupt nicht. Komm. Ah. Das Doofe ist halt, man kann einfach nicht springen. Und ich finde das irgendwie ist ein bisschen schlecht, speziell wenn man jetzt hier gegen Gegner kämpft, die fliegen können. So, Tilk ist zuerst. Und dann ich. Was? Ah, ja, stimmt, ich muss ja warten. Nein.
Komm, komm, stürzt euch alle auf diese Fledermäuse. Ich halte mich ein bisschen bedeckt. Weil mir geht's nicht so gut. Ah, was? Wie hat er mich getroffen? Also ich bin ganz offen und ehrlich, ich komme doch ab und zu mit diesem Freeline-Motion-Battle-System, was auch immer da, irgendwie nicht ganz zurecht. Also zurecht komme ich schon, aber manchmal finde ich das Ganze doch ein bisschen dämlich gemacht. Vor allen Dingen, wenn meine eigenen Charaktere mir den Weg versperren. So, jetzt habe ich keine Heil-Items mehr. Das ist ja wieder wunderbar. Und ich habe immer noch keinen Speicherpunkt gefunden. Wisst ihr was? Das ist mir... Ah, da oben, da oben, da oben. Hier oben können wir flüchten. Wunderbar. Ja, ich möchte erstmal einen Speicherpunkt finden, weil das gefällt mir nicht. Ich habe so gut wie keine Heil-Items mehr. Und ohne Speicherpunkt gehe ich nirgendwo mehr weiter. Und ich habe das Gefühl, ich renne die ganze Zeit im Kreis. Wo zum Teufel bin ich überhaupt? So, wo bin ich? Das ist ja... Oh, nein! Ich bin nicht im Kreis gelaufen, oder? Ich habe so ein dämliches Déjà-vu. Ich habe das Gefühl, ich war hier schon mal. Aber das gefällt mir gar nicht. 8 Minuten im Kreis gelaufen. Das passiert mir in letzter Zeit öfters in Rollenspielen. Bitte gebt mir einfach einen Speicherpunkt. Da bin ich auch schon wieder glücklich und zufrieden. Boah, mal ernsthaft, wo bin ich hier überhaupt? Ein Speicherpunkt. Boah, leck mich. Nein, nein, heute nicht mehr. Erstmal wieder raus aus dem beschissenen Wald. Na gut, heute nicht mehr, aber dafür werde ich jetzt hier abspeichern. Meine Güte. Der Wald war unnötig in die Länge gezogen. War wunderbar. Und ja, das soll es dann für heute mal gewesen sein. Der Wald hat sich ein bisschen gezogen. Jedenfalls vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr noch keine Abonnenten von mir seid, warum abonniert ihr mich nicht einfach, um noch weitere Let's Plays von mir zu sehen? Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch noch was und wir sehen uns dann alle das nächste Mal. Ciao!